Also wir wollen 19 geteilt durch 27 rechnen. 19. Und da es ja um Dezimalzahlen geht, schreibe ich mal sicherheitshalber schon mal ein paar Nuller dahinter. Geteilt durch 27. 27 ist ja kleiner als 19, also weiß ich schon mal, dass es nicht ein ganzes Mal reingeht, sondern es muss also kleiner als 1 sein. Und jetzt nehme ich mir die nächste 0 hier runter und ich habe 190. Wie oft könnte das reingehen? Na gut, ich weiß, dass 7 mal 25 175 ist und 27 ist noch ein bisschen größer als 25. Na gut, probieren wir es mal mit der 7. Multipliziere aus. 7 mal 7 ist 49 und 7 mal 2 ist 14 und 2 sind 18. Habe ich hier 189, also ich war schon ziemlich nah dran an der 190. Ich subtrahiere, es bleibt 1 übrig. Und jetzt ziehe ich mir die 0 hier runter. Habe ich eine 10. Ist kleiner als 27, also weiß ich hier schon mal, dass es eine 0 ist. Ziehe ich mir die nächste 0 runter. 100. Nun, das ist jetzt eine recht einfache Aufgabe. Ich weiß also, 4 mal 27 ist sicher zu groß, weil es ja über 100 ist. Aber 3 wäre vielleicht eine ganz gute Wahl. Gut, 3 mal 27, das kann ich eigentlich im Kopf rechnen. Das ergibt 81. 81, ich subtrahiere, 100 minus 81, das glaube ich kannst du auch schon im Kopf. Das sind hier ja 10 minus 1, ergibt 9. Und hier habe ich auch noch eine 1 dann übrig, also 100 minus 81 ergibt 19. Jetzt steht hier 19 und jetzt hole ich mir wieder eine 0 runter. Und jetzt ist dir vielleicht schon was aufgefallen, was Interessantes. Jetzt steht hier wieder 190. So ähnlich wie hier oben. Ich hatte ja schon mal 190. Das heißt, hier fängt etwas wieder von vorne an, was ich schon mal gemacht habe. Ich kann also die gleiche Rechnung wieder von vorne anfangen. Ich weiß ja, dass das hier, wenn ich 190 habe, wenn ich hier eine 7 eintrage, dann bekomme ich wieder meine 189 raus. Ich subtrahiere, bleibt 1 übrig und geht wieder nicht mehr hinein. Ich ziehe mir, auch in die 10 geht es nicht rein, ich ziehe mir dann eben wieder eine 0 herunter und hier steht wieder 100, das ist die gleiche wie hier und es geht immer so weiter mit der 3. Gut. Was bekomme ich also raus? Ich bekomme hier 0,703. Sieben null drei und so weiter. Das würde sich ewig bis in alle Ewigkeit so wiederholen. Und das eben darzustellen, gibt es diesen Periodenstrich. Und den mache ich eben darüber, über die Ziffern, die sich eben immer wiederholen. Und damit wäre die Aufgabe schon gelöst. Aber wenn wir uns nochmal genau die Aufgabenstellung anschauen, schreibe nur die ersten Ziffern der Dezimalzahl in die Antwort, dann ist die Lösung so: 0,703 703.